Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wende mich heute persönlich an Sie, da der Coronavirus sich in unserem Land immer weiter verbreitet. Das gilt auch für Sindelfingen, hat inzwischen Sindelfingen erreicht. Sie haben sicherlich wahrgenommen, dass wir gezwungen waren, aufgrund einer Infektion das Goldberg-Gymnasium zu schließen. In der derzeitigen Phase hat der Schutz der Bevölkerung allerhöchste Priorität. Und zwar hat auch das Land entschieden, bis nach Ostern alle Kindertagesstätten und alle Schulen zu schließen. Wir folgen dieser Entscheidung, wir werden diese umsetzen. Wir werden eine Notfallbetreuung für einen definierten Personenkreis anbieten. Die Kriterien, wie Sie die Möglichkeit haben, von dieser Notfallbetreuung zu profitieren, indem Sie bitte dem Internet und der entsprechenden Hotline, die geschaltet ist. Darüber hinaus ist es ganz wichtig, das sagen sowohl Bund, Land, auch ganz, ganz viele Fachleute, es ist ganz wichtig, die Zahl der Sozialkontakte in dieser Phase jetzt zu reduzieren, Infektionsketten zu unterbrechen. Und vor dem Hintergrund sind wir gezwungen, auf allen Ebenen, es gilt für Bund, Land, aber auch für die kommunale Ebene, auch für uns als Stadt Sindelfingen, dass wir einen weitgehenden Eingriff in das für uns auch so sehr geschätzte öffentliche, kommunale Leben vorzunehmen. Wir schätzen alle unsere Aktivitäten in Sindelfingen, Veranstaltungen, Vereine, Konzerte, Sportveranstaltungen, vieles andere mehr. Wir sind auch zu einem massiven Eingriff gezwungen. Diesen haben wir auch entschieden, gemeinsam mit dem Krisenstab der Stadt Sindelfingen. So werden zahlreiche Veranstaltungen untersagt. Es werden fast alle Veranstaltungen untersagt. Wir schließen Veranstaltungsstätten. Auch Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Ich bitte Sie hier um Verständnis für diese sehr, sehr weitgehenden Maßnahmen. Aber wir sind dazu letztendlich gezwungen, weil es um den Schutz des Einzelnen geht, von jedem von Ihnen. Aber vor allem geht es auch darum, ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Kranke zu schützen, die unserer besonderen Solidarität bedürfen. Ich bin als Sindelfinger Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Mitbürger und Mitbürger, stolz auf die Gemeinschaft in unserer Stadt. Die derzeitige Krise ist eine besondere Herausforderung für uns als Gesellschaft. Ich bin mir aber sicher, wenn wir solidarisch handeln, meine Damen und Herren, werden wir diese Krise bewältigen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.